Ja, liebe Cornelia, liebe Freundinnen und Freunde. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, Stefan hat es gesagt. Was für ein schöner Tag. Nicht nur, dass draußen die Sonne scheint, dass der kalte Mai vorbei ist, dass es warm ist. Nein, ein schöner Tag, weil wir zu einem Parteitag zusammenkommen können. Weil wir uns sehen, weil ich nicht auf meinen Laptop schauen muss oder mein Tablet, sondern wir einen Parteitag so ganz in echt erleben können. Ich freue mich riesig darüber und ich hoffe, euch geht's genauso. Am 18. Mai vor 2 Jahren, lieber Falco, begann hier in Neukölln im Estrell ein neuer Weg. Am 18. Mai 2019 habt ihr mich zu eurem Landesvorsitzenden gewählt. Und ich bin immer noch dankbar, jeden Tag, dass ihr mir damals das Vertrauen ausgesprochen habt. Und ich bin seitdem unglaublich viel in unserer Stadt unterwegs. Ich spreche mit Menschen, ich gucke mir Orte an. Orte, die spannend sind, die Vorbildfunktionen haben, wo ich sage, wow, was gibt's alles in Berlin. Ich sehe aber auch Orte in unserer Stadt, wo vieles nicht funktioniert, wo es dreckig ist, wo Verwahrlosung stattfindet, wo Menschen Sorgen und Ängste haben. Und liebe Freundinnen und Freunde, diesen Weg gehen wir jetzt gemeinsam seit dem 18. Mai 2019. Gemeinsam gehen wir diesen Weg. Und jetzt sind wir an dem Punkt, genau 99 Tage vor der entscheidenden Richtungswahl am 26. September, wie wir uns aufstellen. Und ich glaube, dieser Parteitag, dass wir hier zusammenkommen können, das gibt uns einen zusätzlichen Schub. Mich motiviert das ungemein. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich bin voller Zuversicht für die nächsten 99 Tage. Wir werden das gemeinsam schaffen. Wir werden die Berlinerinnen und Berliner überzeugen, dass es nicht gut ist für Berlin, wenn das Rote Rathaus grün angestrichen wird, wenn das Rote Rathaus rot bleibt. Es geht darum, dass endlich wieder pragmatische, vernünftige Politik für die Menschen unserer Stadt gemacht wird, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht doch nicht um die Farbe des Roten Rathauses. Es geht um gute Politik für die Berlinerinnen und Berliner. Und das können nur wir. Und in diesem Sinne ist unser Parteitag auch ein wirkliches Symbol. Liebe Freundinnen und Freunde, es geht wieder was in Berlin. Das Leben kehrt langsam zurück. Das Herz unserer Metropole beginnt wieder zu schlagen. Und ich freue mich darüber, dass wir endlich wieder Dinge tun können, die doch eigentlich selbstverständlich sind. Großeltern dürfen ihre Enkel wiedersehen. Wir dürfen uns mit Freunden treffen. Wir können abends in den Biergarten gehen, in die Museen. Wir können auch bald wieder ins Kino gehen. Eigentlich alles Dinge, die doch immer selbstverständlich waren. 1,5 Jahre hat Corona unser Leben in Berlin bestimmt. Jetzt müssen wir bestimmen, wie wir das Leben in Berlin wieder hochfahren. Und ich denke da an mittelständische Unternehmen, an den Handel, an Hotellerie und Gastronomie, an Kunst und Kultur, an Kitas, Schulen, an unsere Universitäten. Ich denke aber auch an die Familien, an das ärztliche Personal, an die Pflegekräfte und die Helden des Alltags, die in der Pandemie über sich hinausgewachsen sind. Liebe Freundinnen und Freunde, all denen gilt unser ganz besonderer Dank. Und jetzt geht es darum, in Berlin einen Neustart hinzubekommen. Einen Neustart nach Corona.
Aber liebe Freundin, es geht noch um mehr. Wir brauchen einen Neustart in der Politik. Nach 5 Jahren Rot-Rot-Grün braucht Berlin einen echten Neustart in fast allen Bereichen der Politik in unserer Stadt, liebe Freundinnen und Freunde. Denn die letzten 5 Jahre waren bleierne Jahre für Berlin. Voll mit Klein-Klein, mit Ideologie, mit Bevormundung. 5 Jahre wurde geredet, 5 Jahre wurde gestritten. Aber an den entscheidenden Stellen für die Berlinerinnen und Berliner nicht gehandelt. Nach 5 Jahren Rot-Rot-Grün ist Berlin ein gefesselter Riese. Nach 5 Jahren Rot-Rot-Grün bleibt unsere Stadt systematisch unter ihren Möglichkeiten. Nach 5 Jahren Rot-Rot-Grün spüren wir, dass in unserer Stadt an so vielen Ecken nichts mehr funktioniert. Liebe Freundinnen und Freunde, dieser Senat befindet sich im administrativen Wachkoma. Liebe Freundinnen und Freunde, und genau deshalb werden wir diesen Senat ablösen. Wir werden Rot-Rot-Grün ablösen. Und ich habe gesagt, ich bin viel in der Stadt unterwegs. Bei meinen Bereit-für-mehr-Touren, die jetzt gestartet sind, aber auch in den letzten Jahren. Und da bekommt man Eindrücke mit, gerade bei den Gesprächen mit den Berlinerinnen und Berlinern. Und ich will da mal so ein paar Beispiele nennen. Vor ein paar Tagen erst führte mich meine Tour nach Lichtenberg. Dort kam ich, ja, es war eine toll organisierte Tour, danke an den Kreisverband der CDU Lichtenberg. Aber ich kam da mit einem älteren Herrn ins Gespräch. Der hatte ein ganz bescheidenes Anliegen, eigentlich ein ganz bescheidenes Anliegen. Er wollte einfach nur einen neuen Personalausweis. Da war erstmal gar nichts zu machen. Verwaltung total überlastet, Terminstau. Dann bekam er einen Termin im Bezirk Lichtenberg. Zum Verständnis muss ich sagen, dass dieser Mann im Bezirk Tempelhof wohnt. Er musste viele Wochen auf einen Termin warten, musste dann durch die halbe Stadt fahren, um eine ganz einfache Verwaltungsdienstleistung zu bekommen. Eigentlich schon irre genug. Der Mann sagte mir dann, Herr Wegener, in ein paar Wochen bin ich wieder in Lichtenberg. Da habe ich gesagt, na, das ist ja bestimmt ein besserer Anlass. Treffen Sie sich vielleicht mit Freunden, gucken sich das eine oder andere Sehenswerte hier in Lichtenberg an. Der sagte, nein, ich muss einfach nur meinen Personalausweis abholen. Liebe Freundinnen und Freunde, schon ziemlich irre, wenn in der Einheitsgemeinde Berlin es nicht funktioniert, dass man einen Personalausweis in Lichtenberg zwar beantragen muss, aber diese Stadt nicht mal in der Lage ist, diesen Menschen dann vor Ort in seinem Bürgeramt diesen Personalausweis schon auszuhändigen. Irre, wenn ihr mich fragt. Ein anderes Beispiel. In Schöneberg, da war ich nämlich auch, lieber Marco, lieber Florian, in Schöneberg habe ich mit einer alleinerziehenden Mutter sprechen dürfen. Sie schilderte mir auch ihr Verwaltungserlebnis. Sie hat versucht, Elterngeld zu beantragen. Gut. Das Problem war, dass sie für die Beantragung des Elterngeldes die Geburtsurkunde ihres Kindes brauchte. Aber die Urkunde bekommt sie nicht, weil das Amt überlastet ist. Selbst wenn man alle Formulare und Nachweise beisammen hat, der Antrag endlich gestellt ist, dauert es immer noch im Durchschnitt fast 2 Monate, bis endlich Geld auf das Konto kommt. Liebe Freundinnen und Freunde, so sieht der Bürgerservice in unserer Stadt aus. Und ich sage ganz klar, das muss sich ändern. Das muss sich endlich ändern. Ich war vorgestern in einer Diskussionsrunde mit den anderen Parteien.
Und da sagte ein Vertreter der Linkspartei, wir waren auf einem guten Weg und dann kam Corona und dann ist alles schlimmer geworden. Liebe Freundinnen und Freunde, also Corona ist bestimmt an vielem schuld. Aber dass die Berliner Verwaltung nicht funktioniert, wissen wir schon, da war Corona noch gar nicht da. Und von daher wird es jetzt endlich an der Zeit, ranzugehen, etwas umzusetzen, dass der Innensenator jetzt kurz vor einer Landtagswahl die Bezirke einbezieht, die Bezirke beschimpft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschimpft, kurz vor einer Wahl. Das ist doch heuchlerisch. Man hätte vor 5 Jahren das Problem endlich angehen müssen. Wie so vieles mehr. Keine Wahlkampfaktion. Die regieren, die hätten gestalten können. Das ist deren Auftrag gewesen. Und das haben sie versäumt. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Berlin, das ist das Zentrum der digitalen Start-up-Szene in Europa. Hier werden so viele Ideen entwickelt. Wenn man das sich anschaut, das ist so spannend. Und wie wir hier Verwaltungsprozesse vereinfachen könnten, beschleunigen könnten, wenn wir gemeinsam mit den Start-ups, mit unseren kreativen Unternehmen, mit dem Willen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter endlich unsere Verwaltung modernisieren würden, dann würde es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besser gehen. Weil ich höre ganz oft von den Beschäftigten unseres Landes, dass sie sich kaum noch trauen zu sagen, wo sie arbeiten, weil sie ausgelacht werden, weil sie komisch angeguckt werden. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich werde dafür sorgen, gemeinsam mit euch, dass die über 120.000 Beschäftigten der Berliner Verwaltung stolz auf ihren Arbeitsplatz sind. Ich werde dafür sorgen, dass die über 120.000 Beschäftigten gerne im Unternehmen Berlin arbeiten. Und ich werde dafür sorgen, dass sie die besten Arbeitsbedingungen bekommen. Denn liebe Freundinnen und Freunde, bei aller Motivation der Beschäftigten unserer Bürgerämter, unserer Verwaltung. Wenn ich ihnen nicht die Strukturen gebe, wenn ich ihnen nicht die Arbeitsbedingungen gebe, wenn ich ihnen nicht die Wertschätzung gebe, die sie verdienen, dann werden wir das nicht hinbekommen. Und ich will dafür sorgen, dass die Berliner Verwaltung ein attraktiver, einer der besten, nein, der beste Arbeitgeber unserer Stadt wird. Mit Wertschätzung, mit besserer Bezahlung, mit Qualifikation, mit mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und liebe Freundinnen und Freunde, stellt euch mal vor, es ist Berlin und alles funktioniert. Ja, noch lachen wir drüber. Aber ich werde dafür sorgen, dass wir das in 5 Jahren nicht mehr tun. Dass wir mit Stolz sagen, nach 5 Jahren CDU-geführter Senatspolitik, wir haben Berlin in die richtige Richtung bewegt und Berlin funktioniert. Und man guckt nicht mehr nach Berlin, weil man den Kopf schüttelt, sondern man guckt nach Berlin, weil man sagt, wie kriegen die das eigentlich alles hin? Das müssen wir auch so hinkriegen. Das ist die Aufgabe Berlins, Vorbild zu sein für die Republik. Und wie wir das machen wollen, das haben wir beschrieben in unserem Berlin-Plan, den wir heute beraten und verabschieden. Wir sorgen für eine moderne Verwaltung, die sich voll und ganz in den Dienst der Berlinerinnen und Berliner stellt. Wir beenden das Behörden-Ping-Pong, schaffen klare Zuständigkeiten. Wo der Bezirk zuständig ist, hat sich zukünftig der Senat rauszuhalten. Auf der anderen Seite werden wir aber dafür sorgen, dass Vorhaben von gesamtstädtischer Bedeutung auch im Senat geklärt werden, der Senat dort gestärkt wird. Liebe Freundinnen und Freunde, warum ist mir das so wichtig? Der Name Schmidt ist ja heute schon häufiger gefallen. Dass ein grüner Stadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg eine Ansiedlung des Google-Campus verhindern kann, der ein Leuchtturm für ganz Berlin gewesen wäre, das werden wir nicht mehr zulassen. Berlin braucht genau diese Ansiedlung. Und dass eine Wirtschaftssenatorin hier schweigt, ist ein Armutszeugnis gewesen. Wir setzen natürlich auf die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung.
Das verbinden wir mit einer umfassenden Verbesserung der Abläufe, einer umfassenden Verbesserung der Prozesse. Und da, wo es notwendig ist, werden wir auch Verwaltungsprozesse von Grund auf neu denken und gestalten. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir einen schlechten analogen Prozess einfach nur digitalisieren, dann haben wir immer noch einen schlechten Prozess, nur digital. Und deshalb werden wir da anders rangehen. Wir werden Aufgabenkritik, Prozessoptimierung, Bürokratieabbau voranstellen, dann die Digitalisierung umsetzen, und genau so machen wir das. Genau so setzen wir die Digitalisierung in unserer Stadt um. Und ganz nach diesem Muster werden wir auch ein digitales Bürgeramt auf Landesebene schaffen, wo jeder Berliner, jede Berlinerin ganz einfach seine Dienstleistung von zu Hause, vom Sofa, vom Handy, seine Dienstleistung abrufen kann. Digitalisierung bedeutet Schnelligkeit, Effizienz, Vereinfachung. Eines darf dabei aber nicht zu kurz kommen: die persönliche Beratung, der Faktor Mensch. Wir wollen eine bürgernahe Verwaltung, in der Prozessoptimierung dazu führt, dass die Mitarbeiter mehr Zeit haben, sich individuell um die Kunden zu kümmern. Bürgernähe und persönliche Beratung waren immer gewünscht, werden bei uns in der CDU immer großgeschrieben. Und da schließt sich dann auch der Kreis meiner Erzählung. Wir wollen nicht, dass die Menschen als Bittsteller quer durch die Stadt fahren. Wir wollen nicht, dass die alleinerziehende Mutter, dass Familien monatelang auf ihre Unterstützung warten, sondern wir wollen Behördengänge ganz bequem gestalten. Wir wollen Top-Beratung, schnelle Entscheidungen und einen verlässlichen Service. Und das schaffen wir nur zusammen mit den Beschäftigten der Berliner Landesverwaltung. Was ist hier in 5 Jahren passiert? Wenn ich an das Thema Sicherheit, Recht und Ordnung denke. Nach 5 Jahren Rot-Rot-Grün stelle ich fest, dass der Rechtsstaat an vielen Stellen in unserer Stadt auch nicht mehr funktioniert. Auch hier ist es Zeit für einen Neuanfang. Lieber Falco, wir sind in Neukölln. Mindestens 13 sicherheitsrelevante Clanfamilien mit 10.000 Mitgliedern verdienen sich in Berlin mit Drogenhandel, Prostitution, Schutzgeld, Waffenhandel, Geldwäsche, Raub, Einbruchsdelikten eine goldene Nase. Wir leisten uns mit dem Görli den größten Drogenumschlagsplatz Europas. Einen Ort, an dem sich selbst die Bezirksbürgermeisterin Herrmann, die dafür eine große Mitverantwortung trägt, nachts nicht mehr hineintraut. Jüdische Mitbürger werden auf offener Straße beschimpft, bespuckt, getreten. Auf Hassdemos werden israelische Flaggen verbrannt und Israel als Kindermörder verunglimpft. Liebe Freundinnen und Freunde, das dürfen, das werden wir nicht mehr zulassen. Der Rechtsstaat muss in Berlin wieder funktionieren, und der Rechtsstaat muss auch konsequent angewendet werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und wer in Berlin glaubt, als Pate von Berlin herumzulaufen, soll keine Rolex am Handgelenk tragen, sondern eine Fußfessel am Knöchel. Der Girlie soll nicht den Dealern gehören, sondern den Familien zur Erholung. Und wer seinen Judenhass auf unseren Straßen versprüht, der sollte schnell die Koffer packen, denn er ist in unserer Stadt nicht willkommen. Und dann ist da natürlich auch noch die Rigaer Straße. Wenn ich mit Polizistinnen und Polizisten spreche, höre ich immer wieder: Herr Wegner, es ist gar nicht die Frage, ob wir angegriffen werden,
Es ist nur eine Frage, wann wir angegriffen werden. In dieser Woche hatten wir brennende Barrikaden, Steinhagel, Böllerwürfe, mehr als 80 verletzte Polizistinnen und Polizisten wegen einer Brandschutzprüfung. Wegen einer Brandschutzprüfung 80 verletzte Polizisten. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Typen greifen Polizisten und Feuerwehrleute an, trachten ihnen nach dem Leben. Das sind keine Aktivisten, das sind Terroristen. Und mit diesen Verbrechern macht der Bezirk gemeinsame Sache. Wieder ganz vorne dabei, Baustadtrat Schmidt von den Grünen. Bereits vor der Brandschutzprüfung war der Bezirk dank Schmidt heimlich im Haus. Dreimal. Dort wurden die schlimmsten Brandmängel beseitigt, damit bei der offiziellen Begehung bloß kein Grund gefunden wird, das Haus zu räumen. Am Ende der offiziellen Brandschutzprüfung stand dann auch keine Räumung, sondern eine sogenannte Kiezparty. Schmidt hält seine Hand über die Steinewerfer. Er ist der Schutzpatron linksextremer Gewalt in der Rigaer Straße. Und wenn er noch einen Funken Achtung vor Recht und Gesetz hat, dann müsste er zurücktreten. Und zwar lieber gestern als heute. Dass die Grünen und die Linken sich nicht sofort klar von dieser linksextremen Gewalt distanziert haben, ist eine Schande. Liebe Freundinnen und Freunde, das sind Senatsparteien. Das sind Senatsparteien. Sie haben eine Verantwortung. Sie haben eine Verantwortung für die Landesbeschäftigten. Und wer so verantwortungslos gegenüber unseren Polizistinnen und Polizisten agiert, solche Leute haben in einem Berliner Senat nichts, nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Wie sollen sich eigentlich die Polizistinnen und Polizisten fühlen, wenn sie nach diesem gefährlichen Einsatz nach Hause zu ihren Familien kommen und im Fernsehen sehen, wie diese Typen, von denen sie kurz zuvor mit Steinen beworfen sind, eine Siegesfeier machen? Wegen dieser Linksextremisten in der Rigaer Straße gibt es Evakuierungspläne für Kindergärten. Evakuierungspläne für Kindergärten. Nachbarn äußern sich anonym aus Angst, dass ihnen was angetan wird. Liebe Freundinnen und Freunde, wo leben wir eigentlich? Wo leben wir eigentlich, dass das in der deutschen Hauptstadt, in der Mitte der deutschen Hauptstadt zugelassen wird? Das muss sich endlich ändern. Wir werden mit allen rechtlichen Mitteln alles unternehmen, um diesen Spuk endlich zu beenden. Der Hort der Gewalt gehört endlich geräumt, und zwar so schnell wie überhaupt nur möglich. Wir wollen die Stärke des Rechts statt das Recht des Stärkeren. Und liebe Freundinnen und Freunde, das gilt nicht nur für diese großen Themen, sondern es gilt auch für die Alltagskriminalität, für das ganz normale Leben der Berlinerinnen und Berliner im Alltag. Erst neulich hat mir eine Seniorin aus Spandau gesagt: Herr Wegner, mit Einbruch der Dunkelheit gehe ich nicht mehr vor die Haustür. Und in Treptow-Köpenick erzählte mir eine Mutter, dass sie in nur 2 Jahren 3 Kellereinbrüche hatte. Und ein Mann erzählte mir in diesem Zusammenhang, dass sein Fahrrad schon 2-mal gestohlen wurde. Liebe Freundinnen und Freunde, das macht was mit Menschen. Und deshalb werden wir auch der Alltagskriminalität genauso konsequent den Kampf ansagen wie das große Verbrechen.
Und dafür werden wir 1000 zusätzliche Beschäftigte für die Berliner Polizei einstellen. Wir werden unsere Polizei gut ausstatten und ihnen die technischen Mittel geben und die rechtlichen Mittel, die sie brauchen, um uns zu schützen. Ja, wir werden dafür ordentlich Geld in die Hand nehmen. Wir werden den Polizistinnen und Polizisten aber auch etwas geben, was kein Geld kostet und was übrigens auch mit keinem Geld der Welt erworben werden kann, nämlich Vertrauen. Ich bin regelmäßig mit Polizistinnen und Polizisten im Austausch, begleite sie und höre mir ihre Erfahrungen an. Und was sich unsere Polizistinnen und Polizisten mehr als alles andere wünschen, liebe Freundinnen und Freunde, das ist Vertrauen. Vertrauen, dass sie ihren Job gut machen. Vertrauen, dass sie niemanden diskriminieren. Vertrauen, dass sie mit ihrer wichtigen Aufgabe verantwortungsvoll umgehen. Vertrauen, dass sie für alle Berlinerinnen und Berliner da sind. Vertrauen, dass sie für Recht und Gerechtigkeit eintreten. Ich vertraue unserer Polizei und ich stehe hinter unserer Polizei. Lasst uns das gemeinsam tun. Die Männer und Frauen der Berliner Polizei verdienen bestmögliche Rückendeckung für einen ganz schweren Job in Berlin. Und das haben sie verdient, dieses Vertrauen. Die rot-rot-grüne Koalition aber lässt unsere Polizei allein. Sie erschwert ihr die Arbeit, wirft ihr immer wieder Knüppel zwischen die Beine, stellt Polizisten unter Generalverdacht. Liebe Freundinnen und Freunde, hier sind die Maßstäbe total verrückt. Es geht nur noch um vermeintliche allgegenwärtige Diskriminierung, um radikale Ideen, um die Ideologie einer angeblich höheren Gerechtigkeit. Und wenn es um abgehobene und weltfremde Ideologie geht, macht den Berliner Grünen hier sowieso niemand etwas vor. Die Grünen sind in Berlin von der Lebensrealität der Berlinerinnen und Berliner so weit entfernt wie die Erde vom Mond. Stichwort Energiewende. Ich bin sehr dafür, dass wir den Klimaschutz voranstellen. Ich bin sehr dafür, dass wir Berlin zu einer klimaneutralen Stadt machen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich finde es toll, dass junge Menschen sich engagieren für ihre Zukunft in der Fridays for Future-Begebung, dass sie sich engagieren für die Zukunft unseres Planeten. Und ich will auch, dass Berlin 2045 klimaneutral ist. Das ist für mich übrigens auch eine Frage der Lebensqualität in unserer Stadt. Weil Berlin muss eine hohe Lebensqualität auch haben. Ich weiß aber, dass es in dieser Stadt nicht nur die besser verdienenden Grünen gibt, denen es nicht wehtut, dass die Stromrechnung sich verdoppelt, die keinen Verzicht üben müssen, wenn Fleisch immer teurer wird, die das Elektroauto als Zweitwagen in der Doppelgarage stehen haben, die sich trotz höherer Flugpreise auf die nächste Fernreise freuen. Grüne Bevormundungen muss man sich leisten können. Das können aber nicht alle Berlinerinnen und Berliner. Es gibt hunderttausende Menschen, Familien, Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner, die gucken auf jeden Cent. Die müssen jeden Cent umdrehen, um ihren Kindern 2 Wochen Sommerferien zu ermöglichen. Liebe Freundinnen und Freunde, wer den Grünen glaubt, den Menschen einfach immer wieder in den Geldbeutel greifen zu können, um sein ökologisches Gewissen zu streicheln, der macht Mobilität zu einer sozialen Frage. Der macht Urlaubsspaß zum Privileg der Besserverdienenden. Der hängt ganze Einkommensschichten vom kulturellen Leben ab und der wird diese Menschen für den Klimaschutz verlieren. Und wir können die Klimaziele, die wir uns gegeben haben, in Deutschland, in Berlin, nicht gegen die Menschen durchsetzen. Wir können diese Ziele nur gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern erreichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Klimaschutz am Ende des Tages keine Bevormundung ist. Klimaschutz muss am Ende des Tages für alle Berlinerinnen und Berliner auch bezahlbar sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und darum geht es uns.
Die Grünen sind keine Volkspartei, das merken wir. Sie sind die Partei der Moralstreber. Sie glauben, die objektive Wahrheit für sich gepachtet zu haben und wollen allen Menschen ihren Lebensstil aufzwingen. Weil die Grünen keine Autos mögen, soll keiner mehr Auto fahren. Und die A100, die wollen sie am liebsten gleich wieder abreißen. Nicht mit uns. Wir werden die A100 vollenden, weil sie den Stadtring entlastet, weil die Menschen in den Wohngebieten davon profitieren, weil unsere Unternehmen diese Autobahn brauchen, weil wir damit Arbeitsplätze sichern und neue schaffen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Grüne Verbotspartei ist zurück. Was den Grünen nicht ins Weltbild passt, wollen sie am liebsten verbieten. Und das machen wir nicht mit. Und wenn wir ins Wahlprogramm der Grünen schauen, dann sehen wir, was die Grünen wollen. Die Grünen wollen die Menschen bevormunden und umerziehen. Sie wollen ihnen vorschreiben, wie sie sich zu ernähren haben, wie sie zu wohnen haben, wie sie zu denken, ja, wie sie zu sprechen haben. Stichwort Gendersprache. Die Grünen interessiert es nicht, ganz offensichtlich interessiert es sie nicht, dass 2/3 der Deutschen diese ideologische Sprachverirrung ablehnen. 2/3 lehnen diese ideologische Sprachverirrung ab. Gender-Sternchen, Gender-Unterstrich, Gender-Doppelpunkt, Binnen-I, eine gegenderte Seite sieht aus, wenn die Tinte getrocknet ist, als ob ein wilder Hahn drüber gelaufen wäre. Das Gendern zerstört die Schönheit unserer Sprache. Das Gendern zerstört Verständlichkeit und Lesefluss unserer Sprache. Und genau deswegen haben wir in unserem Wahlprogramm auch festgehalten, dass kein Student zum Gendern gezwungen werden darf. Wir werden sicherstellen, dass die Verwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern in verständlich und korrektem Deutsch kommuniziert und auch sprachpolizeiliche Vorgaben, was man sagen darf oder was man nicht mehr sagen darf, das werden wir nicht mitmachen. Und darauf gebe ich euch mein Indianer-Ehrenwort. Und bei den Grünen in Berlin, da wird das Ganze ja dann noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob ihr das alle so verfolgt habt. Manchmal ist es ja besser, wenn man das nicht so verfolgt. Aber die Bundesgrünen haben ja ihr Wahlprogramm beschlossen. Und die Berliner Grünen, zahlreiche Berliner Grünen, haben beantragt, das Wort Deutschland aus dem Bundestagswahlprogramm zu streichen. Deutschland fanden die irgendwie ausgrenzend, anstößig. Liebe Freundinnen und Freunde, geht's eigentlich noch? Wer Deutschland nicht mag, kann Berlin nicht lieben. Und wer Berlin nicht liebt, darf unsere Stadt auch nicht regieren. So einfach ist das. So, bei der Berliner SPD sieht es ehrlicherweise nicht besser aus. Die stellen seit 20 Jahren den regierenden Bürgermeister. Und wenn man so das Wahlprogramm liest, weiß nicht, wer das schon getan hat, dann hat man das Gefühl, dass die SPD in Berlin in den letzten 20 Jahren in der Opposition war. Denn das, was in dem Wahlprogramm steht, ist das genaue Gegenteil, was sie in den letzten 20 Jahren, insbesondere in den letzten 5 Jahren gemacht haben. Die Berliner SPD entdeckt urplötzlich ihre Liebe zur U-Bahn. Nicht schlecht. Ich kann mich noch gut erinnern, lieber Florian Graf, in der letzten Legislaturperiode haben wir zum Ende der Großen Koalition noch Initiativen für mehr U-Bahn-Ausbau gestartet und die SPD hat es verhindert. So kurz vor einer Wahl entdeckt man das Thema neu. Dann gucken wir uns die Baupolitik an, Manja.
5 Jahre hat man alles unternommen, Private aus dieser Stadt zu treiben. 100 Tage vor der Wahl und auch im Wahlprogramm stellt man fest, Mensch, vielleicht könnten die Privaten ja doch auch Partner sein. Das ist eine Kehrtwende um 180 Grad. Liebe Freundinnen und Freunde, wer soll das eigentlich der Berliner SPD glauben? Wer kann das eigentlich der Berliner SPD glauben? Und ein Thema bewegt die Berlinerinnen und Berliner und unsere Stadt ja auch ganz aktuell. Das ist das Thema Enteignung. Da wird das Ganze übrigens noch komplizierter mit Blick auf die SPD. Die Spitzenkandidatin äußert sich und lehnt Enteignung ab. Einflussreiche Mitglieder der SPD sind für Enteignung. Da habe ich gedacht, dann schauen wir doch mal, was die SPD zum Thema Enteignung ins Wahlprogramm schreibt. Spitzenkandidatin dagegen, einflussreiche Leute dafür. Guck ins Wahlprogramm. Die SPD löst das ganz einfach. Das Thema, das unsere Stadt bewegt, findet im SPD-Wahlprogramm einfach nicht statt. Auch eine Art und Weise umzugehen mit Themen, liebe Freundinnen und Freunde, die diese Stadt bewegen. Wenn man sich nicht entscheiden kann, wenn man keinen Kompromiss findet, dann blendet man ein Thema aus. So sieht nicht verantwortungsvolle Politik für unsere Metropole Berlin aus, liebe Freundinnen und Freunde. Hier darf kein Thema ausgeblendet werden. Insbesondere dann nicht, wenn es um Enteignung geht. Der Stefan Evers hat es vorhin gesagt. 36 Milliarden Euro. 36 Milliarden Euro. Das ist mehr als der gesamte Berliner Landeshaushalt in diesem Jahr. Das ist Geld, das wir gar nicht haben. Und mit diesem Geld würde keine einzige neue Wohnung entstehen. Wir könnten keinen einzigen neuen Polizisten einstellen. Wir könnten nicht die Bildungssituation verbessern. Und wir könnten im Übrigen auch nicht den öffentlichen Personennahverkehr weiterentwickeln. Keine neue Wohnung, keine Polizisten, keine Kita-Plätze, kein U-Bahn-Ausbau. Mag die Berliner SPD auch im Unklaren bleiben, wir sprechen hier Klartext. Wir lehnen Enteignung konsequent und in aller Klarheit ab, liebe Freundinnen und Freunde, weil sie das Problem am Berliner Wohnungsmarkt nicht entschärft, sondern es verschärft das Problem für die Berlinerinnen und Berliner. Und deswegen sagen wir Nein zur Enteignung. Ganz klar. So, worüber redet aber die SPD? Die SPD redet über 5 Bs. 5 Bs. Liebe Freundinnen und Freunde, für mich gibt es nur ein B. Nur ein B, das zählt, nämlich unser Berlin. Und ich finde, auch, dass Berlin keine B-Lösung, keine B-Ware verdient, sondern Lösungen der Güteklasse A. Und die haben nur wir. Beispiel Schulen. Ein weiterer Punkt, liebe Freundinnen und Freunde, wo wir einen dringenden Neustart brauchen. 25 Jahre SPD-Bildungspolitik und unsere Stadt befindet sich im Bildungsnotstand. Beim Vergleichstest ist Berlin ganz hinten. In keinem anderen Bundesland verlassen so viele Jugendliche die Schulen ohne Abschluss. 2 Drittel der neu eingestellten Lehrerinnen und Lehrer sind Quer- oder Seiteneinsteiger. In Friedrichshain habe ich vor ein paar Tagen einen jungen Mann getroffen, der kam zu mir und sagte, die CDU ist meine letzte Hoffnung. Ich glaube, das empfinden viele Eltern so, auch viele Lehrerinnen und Lehrer so. Und ich glaube, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen Schluss machen mit Experimenten. Wir müssen Schluss machen mit Versuchen auf den Rücken unserer Schülerinnen und Schüler. Wir brauchen endlich eine neue Qualität. Wir brauchen eine Qualitätsdebatte für unsere Bildung. Und das wollen wir machen. Neue Qualität,
neue Verlässlichkeit. Wir setzen das um und wir geben allen Schülerinnen und Schülern, den Eltern, unser Berliner Bildungsversprechen. Und was mir wirklich ein Herzensanliegen ist, und die allermeisten wissen das hier, wir werden die Vorschule in der Berliner Bildungslandschaft wieder einführen. Rot-Rot hat sich versündigt an Berlin mit der Abschaffung der Vorschule. Und wir werden dafür sorgen, dass alle Kinder am Ende der Grundschule vernünftig lesen, schreiben und rechnen können. Und wir werden dafür sorgen, dass alle jungen Menschen in unserer Stadt einen Schulabschluss machen. Und zwar nicht nur auf dem Papier. Sie sollen bestmöglich vorbereitet sein für eine Ausbildung oder ein Studium. Und dafür brauchen wir genau diese Qualitätsoffensive. Und was zur Qualität dazugehört, liebe Freundinnen und Freunde, sind gut ausgebildete Lehrkräfte, gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn 15 Bundesländer verbeamten, kann Berlin hier keinen Sonderweg gehen. Wir werden dafür sorgen, dass Berlin endlich wieder seine Lehrerinnen und Lehrer verbeamtet, liebe Freundinnen und Freunde. Nur so gewinnen wir die besten Köpfe für unsere Schulen. Und liebe Freundinnen und Freunde, Herr Stefan Evers hat es gesagt, Rot-Rot-Grün spaltet die Stadt. Immer im Gegeneinander, nie im Miteinander. Und ich habe manchmal das Gefühl, das Denken von Rot-Rot-Grün endet am inneren S-Bahn-Ring. Aber Berlin geht weiter. Berlin ist mehr. Berlin ist mehr als der innere S-Bahn-Ring. Berlin, das sind auch attraktive Außenbezirke. Übrigens, nachdem 5 Jahre Rot-Rot-Grün da auch nichts gemacht hat, entdeckt die SPD ja nun auch die Außenbezirke. Rot-Rot-Grün denkt nur an das Zentrum und spaltet die Stadt. Und wir wollen unsere lebendigen, unsere zukunftsfähigen Kieze im gesamten Stadtgebiet fördern. Und einen Neustart brauchen wir vor allen Dingen, liebe Freundinnen und Freunde, in diesem Zusammenhang auch im politischen Stil. Unter den Partnern im Senat will ich nicht immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner als Ergebnis. Das hatten wir jetzt 5 Jahre. Es geht nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Es geht um den größtmöglichen Erfolg für Berlin. Das ist die Aufgabe einer Regierung. Und dieser neue Stil bedeutet für mich auch, noch stärker in den Dialog mit der Stadtgesellschaft zu treten, mit der Wirtschaft, mit den Arbeitnehmervertretungen, mit dem Sport, mit der Kultur. Kurzum, mit allen Berlinerinnen und Berlinern, die sich für unsere Stadt engagieren. Zuhören, verstehen, anpacken. So bringen wir unsere Stadt voran. Und wenn ich mir Berlin anschaue, dann sehe ich, dass trotz eines Senats, der die Stadt in ihrer Entwicklung hemmt, trotz eines Senats, der Menschen Knüppel zwischen die Beine wirft, statt ihnen zu helfen, trotz eines Senats, der die Wirtschaft unserer Stadt drangsaliert, statt sie zu fördern, trotz alledem und noch viel mehr, Berlin ist, was es immer schon war, ein Ort der Sehnsucht. Berlin ist die Stadt, in der die Freiheit ihre Flügel ausspannt. Die Stadt der Chancen, ein Ort, an dem die Menschen die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren, ihr Glück zu versuchen, ihren Traum zu leben. Berlin ist vielfältig und diese Vielfalt ist unsere Stärke und bereitet den Boden, auf dem Kreativität blühen kann. Denn Kreativität ist noch nie durch Gleichheit und Eintönigkeit entstanden. Und egal wie unkonventionell, schräg, ja und sogar verrückt der eine oder andere ist, hier in unserer Stadt kann jeder nach seiner Fasson leben und jeder glücklich werden. Unsere Stadt hat so viele Möglichkeiten. Berlin hat ein Kulturangebot, liebe Monika Grütters, das seinesgleichen sucht, in der Spitze wie in der Breite. Und die Clubkultur sucht auch ihresgleichen. Der Puls dieser Stadt, ihr Einfallsreichtum und ihre schöpferische Kraft zeigen sich auch in der Start-up-Szene. Berlin ist, wenn der IT-Entwickler aus Tel Aviv, die Doktorandin aus dem Silicon Valley
und der schwäbische Betriebswirt im Coworking Space in Friedrichshain zusammenkommen und gemeinsam an Lösungen von morgen tüfteln. Und überhaupt, Berlin ist die Stadt des Wissens, mit Exzellenzuniversitäten, mit Forschung und Entwicklung auf Weltniveau, mit Zukunftsorten und Reallaboren. Dies ist ein Schatz an Wissen, um den uns jede Stadt der Welt beneidet. Machen wir endlich was draus. Berlin hat so unglaubliches Potenzial, nicht wegen, sondern trotz Rot-Rot-Grün. Wo könnte heute Berlin schon stehen, ohne diesen Senat, der deckelt, bevormundet und verbietet, der verhindert, statt zu ermöglichen, der redet, statt zu handeln, der streitet, statt zu entscheiden. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt keine andere Stadt mit solchen Chancen. Und ich will diese Chancen endlich nutzen für die Berlinerinnen und Berliner. Deshalb nutzen wir endlich das unglaubliche Potenzial dieser Stadt. Machen wir Berlin gemeinsam besser. Bringen wir die Stadt gemeinsam nach vorne. Sorgen wir dafür, dass Berlin endlich wieder funktioniert. Und dafür bietet unser Wahlprogramm die konkreten Antworten für die nächsten 5 Jahre. Wir denken auch nicht nur an Wahlprogramme, liebe Freundinnen und Freunde, und an Wahlperioden. Wir denken an Generationen. Wir wollen die Stadt für die Zukunft gestalten. Mit einem klaren Kompass wollen wir die Zukunft in den Blick nehmen, damit wir Berlin für unsere Kinder, für unsere Enkel liebenswert und lebenswert gestalten und die Chancen nutzen. Ich habe es anfangs gesagt, in 99 Tagen sind die Wahlen. Heute setzen wir den Startschuss, damit wir die rot-rot-grüne Tragödie in unserer Stadt endlich beenden. Berlin ist die beste Stadt und die beste Stadt verdient die beste Regierung. Sie verdient das Gegenteil von Rot-Rot-Grün. Und das klare Gegenmodell zu Rot-Rot-Grün, das sind wir, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen und wir werden Rot-Rot-Grün ablösen. Wir sind hochmotiviert. Wir freuen uns auf diesen Wahlkampf. Und Wahlkampf kommt von Kämpfen. Und ich verspreche, ich werde unermüdlich für unseren gemeinsamen Erfolg arbeiten. Ich werde unermüdlich daran arbeiten, dass die Berlinerinnen und Berliner endlich eine bessere Regierung bekommen. Endlich eine Regierung bekommt, die die Chancen unserer Stadt nutzt für alle Berlinerinnen und Berliner, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich brenne für diese Aufgabe. Ich brenne für diese Aufgabe und ich will durch ehrliche Arbeit überzeugen. Und ich weiß, gemeinsam sind wir stark. Und gemeinsam können wir alles erreichen. Wir treten mit 80 motivierten Ortsverbänden, 12 starken Kreisverbänden, unseren tollen Vereinigungen und Arbeitskreisen, mit unserer starken Abgeordnetenhausfraktion, mit Burkhard Dregger an der Spitze und unseren tollen Direktkandidaten für den Deutschen Bundestag an der Spitze mit Monika Grütters und unserem Landesgruppenvorsitzenden Jan-Marco Lutschak an. Der 26. September ist ein Superwahltag. Mit einem starken Berliner Ergebnis für den Bund wollen wir dazu beitragen, dass unser Land weiter aus der Mitte regiert wird, dass unser Land gut und sicher aus dieser Krise geführt wird, dass unser Land eine verlässliche Regierung bekommt und dass Armin Laschet Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Dafür werden wir alles tun, liebe Freundinnen und Freunde. Bund und Land müssen Hand in Hand gehen, liebe Monika. Und das machen wir. Im Wahlkampf und auch danach. Und auch in den Bezirken wollen wir noch stärker werden. Wir kämpfen für starke CDU-Fraktionen in den Bezirksverordnetenversammlungen. Und wir wollen nicht mehr nur 2 starke Bezirksbürgermeister haben. Mit Frank Balzer und Kerstin Richter-Kutowski
haben wir zwei ganz starke Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister. Und wir werden dafür sorgen, dass es mehr werden. Und wir werden auch die nächsten 99 Tage mit aller Kraft für diese Aufgabe eintreten. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir haben so viele Alleinstellungsmerkmale in diesem Wahlkampf. Wir haben das beste Programm, wir haben das stärkste Team. Aber wir haben noch ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sagen nämlich, was wir denken, und wir sagen, was wir machen. Das unterscheidet uns von den Regierungsparteien, liebe Freundinnen und Freunde. Und das wird uns auch nach der Wahl von den Regierungsparteien unterscheiden. Und ich werde, das habe ich gesagt, mit ehrlicher Arbeit versuchen, die Berlinerinnen und Berliner zu überzeugen. Mit meiner Begeisterung für Berlin, mit meiner Leidenschaft für die Politik und mit meiner Verlässlichkeit für die Berlinerinnen und Berliner. Berlin ist bereit für mehr. Mehr geht nur gemeinsam. Lasst uns daher diesen Weg gemeinsam gehen. Mit Mut und Zuversicht, mit Tatkraft, mit Entschlossenheit und mit der Stadtgesellschaft. Für die Menschen in dieser Stadt, für die Stadt, die wir lieben, für unser Berlin. Wir werden alles dran setzen, dass diese Stadt eine bessere Regierung bekommt. Die oder wir. Wir sagen wir. Und heute geben wir unser Angebot. Herzlichen Dank.